erleben wir hier heute die Meisterfeier. So ein wenig Hilfe der anderen Teams ist nötig, aber es kann klappen. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Bei bestem Fußballwetter melden wir uns heute, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und es ist das Spiel, in dem die Gäste Meister werden können. Montpellier gegen die Wolves. Die Gäste wollen heute die Meisterschaft einfahren. Das ist natürlich das große Ziel. Es ist machbar. Und wenn sie so auftreten wie bisher, dann kann das natürlich auch klappen. Es wäre der verdiente Lohn für eine bärenstarke Saison. So wird Montpellier heute spielen. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So gehen die Wolves ins Spiel. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Anpfiff und los geht's. Der Ball kommt wieder zurück. Jetzt kann die Flagge kommen. Schön vorbeigekommen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Heute könnte die Meisterfeier steigen, Buschi. Ja, wenn die Ergebnisse auf den anderen Plätzen stimmen. Wir werden sehen, was der Spieltag bringt. Ferry, guter Vorstoß, kann was werden. Schöne Bewegung. Geht er rein? Er hält diesen Ball. Sensationell. So, Ecke kommt. Im Groupama Stadium tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Ich gebe mal schnell rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Olympique Lyon. Torschütze war Josef. Und die Möglichkeit. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Sie verlieren den Ball. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Auf ihn wird es ankommen heute. Da bin ich sicher. Im letzten Spiel sind ihm gleich 4 Tore gelungen. Und alle hoffen natürlich, dass er heute gleich so weitermachen kann. Also er ist ja richtig gut drauf im Moment, kaum zu stoppen. Und damit ist der Ball weg. Den Zweikampf führt er sehr gut. Sieht gefährlich aus. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Den Ball hält er gut.
Jetzt kommt die Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. Daniel Pereira. Danilo Pereira. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Tor im Spiel von Lille. Ich gebe ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Lille. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 26 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Die Wolves hatten in der letzten Viertelstunde mehr Ballbesitz. Und wenn sie ihre Chancen jetzt noch besser nutzen können, dann gibt es auch die Führung. Ja, das sieht gut aus. Das war eng, aber er hat ihn. Ja, ja, abseits. Das hätten sie anders lösen können. Da fehlt die Geduld. Vorne steht jemand im Abseits. Dann musst du warten mit dem Pass. Das werden sie auch so analysieren. Das war keine gute Aktion. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Den hält er sicher, gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. Feghouli. Maupier lässt den Ball super laufen. Ah, das hätte gefährlich werden können. Herrlich, Dinkig, stark gemacht, das könnte was werden. So, da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut, setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie sind jetzt also in Führung, 1:0. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Und er schießt. Erstmal abgeblockt. Schwacher Zweikampf. Die Chance, die Riesenchance, aber was für ein Reflex. Super gehalten, das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. Sotoka. Guter Versuch. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Ritter. Da kann er jetzt erstmal klären. Das war's für die ersten 45 Minuten in diesem. Die zweite Spielhälfte beginnt und mit dieser Führung für die Wolves machen wir weiter mit diesem Spiel. Super durchgesetzt. Den hält er. Und damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Guter Vorstoß, kann was werden. Da wollten die Fans einen Elfmeter.
Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat sich einige gute Möglichkeiten erarbeitet, eine davon auch für den Führungstreffer genutzt. Ein guter Auftritt bisher. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Im Spiel von Marseille hat es einen Treffer gegeben. Ja, wir haben hier das erste Tor für Marseille. Torschütze ist... Oh, das könnte was werden. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann haben sie diese Überzahlsituation. Ja, das machen sie geschickt. Sie machen einen guten Eindruck. Es gibt ein Tor bei Monaco. Wie es gefallen ist, erfahren wir nun aus dem Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den AS Monaco. Schütze des Tores war Angel Correa. Ein Torwartfehler macht diesen Treffer möglich. Ja, da haben sie die Chance. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Die Fans spüren, jetzt oder nie, jetzt muss was kommen von der Mannschaft. Pass kommt nicht an. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das ist jetzt eine Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex, den habe ich schon drin gesehen. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Jetzt gibt's einen Einwurf. Es gibt einen Wechsel. Pogba am Ball. Jetzt suchen sie die Lücke. Gefährliche Szene. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Pedro Mendes. Im Groupama Stadium tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Ich gebe mal schnell rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Nantes. Ashley Barnes hat das Tor erzielt. Da ist er alleine durch. Der muss doch drin sein. Was für eine Aktion. Kein Tor. Aber es ist abseits. Fahne ist oben. Das war aus meiner Sicht die absolut richtige Entscheidung. Da lassen sie eine exzellente Chance ungenutzt. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Ah, oh, da geht er vorbei. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Den hält er. Gut geklärt, das war wichtig. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Auf dem Flügel wäre jetzt vielleicht Platz für die Wolves. Aber dann verlieren sie den Ball. Da ist die Chance. Da macht er ihn rein. Ja, wir sehen es in der Wiederholung. Da ist ein teurer Ballverlust. So kommt die Chance überhaupt erst zustande und so fällt dann auch das Tor. Der Trainer wird sauer sein.
spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Wir gehen mal kurz ab ins Studio. Es gibt ein Tor im Groupama Stadium. Wir haben hier das nächste Tor für Lyon. Torschütze war Breel Embolo. Und das ist schon sein zweiter Treffer. Ball wird abgefälscht und dadurch wird der Keeper dann auf dem falschen Fuß erwischt. Neuer Spielstand damit 4:1. Gespielt sind 80 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Er ist frei, da kann was draus werden. Da war die Chance, aber er macht ihn nicht. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ganz stark, super Parade. Stark gemacht. Oh, nun Pogba. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich ganz alleine. Ist es das? Der Ball ist drin, aber die Fahne ist oben. Das ist abseits. Ah, und das war richtig knapp. Das war eng. Wir sehen es. Sie können es nicht fassen, aber ja, war abseits. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Ball erstmal weg. Das war's. Das ist der Schlusspfiff. Sie hätten heute gerne schon den Titel geholt, aber noch hat das nicht geklappt. Ja, aber ich glaube, es gibt keinen Grund, sich entmutigen zu lassen. Das war ja nicht die letzte Chance. Nach wie vor sind alle Chancen da, es zu schaffen. Ich bin sicher. Sie werden auch am kommenden Spieltag wieder alles geben, alles versuchen. Und es wäre verdient, wenn sie es packen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Merci, ça a été un plaisir.